meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir ein paar Kuchen am Stiel, ein paar Cake Pops, die wir in einer Silikonform backen. Falls ihr Interesse an der Silikonform habt, die ich jetzt in diesem Video zum Backen verwende, findet ihr den Link dazu in meiner Videobeschreibung. Für den Teig verrührt die Margarine, Zucker und Vanillezucker, Eier und Salz. Dann rührt ihr noch Mehl unter. Damit haben wir jetzt den Teig fertig. Jetzt nehmen wir unsere Silikonbackform, und zwar nehmen wir den unteren Teil ohne die Löcher, nehmen den Teig und füllen ihn mit Hilfe von einem Teelöffel in die Mulden von der Silikonform. Ihr macht so viel Teig rein, dass der Teig mit dem Rand abschließt. Dann setzt ihr den Deckel von der Silikonform oben drauf. Dann backt ihr das Ganze bei 160 Grad ungefähr 20 Minuten. Nach dem Backen macht ihr den Deckel dann ab und dann lasst ihr das Ganze erstmal schön in der Form abkühlen. Als nächstes steckt ihr jetzt die Schiele in die Kugeln. Dann nehmt ihr die Kugeln raus, schmelzt helle und dunkle Kuchenglasur nach Packungsanleitung, taucht die Kugeln ein, lasst das Ganze ein bisschen abtropfen. Und dann stelle ich das Ganze zum Trocknen wieder in die Silikonform. Und damit haben wir dann die Cake Pops fertig. So, meine Lieben, jetzt lasst ihr das Ganze noch schön trocknen und dann könnt ihr die Cake Pops vernaschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.